Also, ich habe, genau, um so ein Loch reinzukriegen, da hier irgendwie oben etwas stabiler ist, habe ich erstmal hier so ein bisschen reingesägt. Also ihr könnt sicherlich auch es probieren mit irgendeiner vielleicht Handsäge, die ihr zu Hause habt, vielleicht von Laubsäge arbeiten. Den ersten Schnitt habe ich so gemacht und dann habe ich doch dieses kleine Küchenkneipchen, mit dem ich eigentlich die Blumen anschneide, genommen. Weil das kann ich besser dosieren. Mit dem anderen Messer traue ich nicht so. Genau, wenn das ein bisschen unregelmäßig ist, das soll ist aber wirklich gewollt, denn es soll ja ein bisschen natürlich aussehen. Das heißt, beim dritten machen wir es genauso. Das heißt, ich ritze hier sozusagen erstmal ein bisschen an mit dem Cutter. Bis ich da mal ein bisschen drin bin. So. Und dann gehe ich mit dem gefühlt stabileren kleinen Küchenmesser mal da rein und schneide den Deckel ab. So, jetzt habe ich hier drei Eier. Die werden jetzt zusammengeklebt mit der Heißklebepistole. Genau, und richtet sie so aus, dass sie dann auch stehen, weil sollen ja Vasen werden. Das heißt, dass die dann sozusagen deswegen auch drei Stück. Gut halt zusammen haben. So, jetzt machen wir da Wasser rein und dann geht's an die Blumen. So, und in die Eier könnt ihr entweder nur Frischblumen reinmachen oder, und so mache ich das, ich mache jetzt eine Kombination. Das heißt, ich nehme jetzt das eine Ei, das ich jetzt ein bisschen größer ausgeschnitten habe, und da kommt dann die Hyazinthe, eine kleine Traumhyazinthe rein. Nachteil, wie ihr seht, ist, dann hat man ein bisschen nachher Erde, die man wieder wegmachen muss. Aber das kann man ja unter fließendem Wasser einfach noch abwischen. Das heißt, hier habe ich schon die Traumhyazinthe und in die zwei kommen frische Blumen. Da mache ich auch was mit kleines Zartes rein. Was auch super wären, kennt ihr vielleicht die Wachsblumen, die es jetzt auch öfters irgendwie gibt. Ich mache eins mit Schleierkraut, vielleicht noch so als Kontrast ein bisschen rosa dazu. Und in den anderen mache ich noch ein bisschen was mit Blättern und Grün. Also ein paar Ästchen rein. Und wenn ihr möchtet, genau, könnt ihr da auch noch mal sowas wie Steierkraut dazu Fischen setzen. Das habt ihr was sozusagen etwas im, mit Erde drin, in einem Blumenstrauß. Und der Marc macht hier noch eine kleine leichte Feder rein. Und auch so dazwischen legen. Die brauchen ja nicht im, sollen ja auch gar nicht im Wasser, wirken sie auch gar nicht mehr so. Dann ist es eine besondere Dekoration für die Osterzeit. Viel Spaß beim Nachbasteln!